Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir hatten ja beim letzten Video oder eines der letzten Videos dazu aufgefordert, uns gegebenenfalls auch Fragen, die dem einen oder anderen auf der Seele brennen und die den therapeutischen Bereich betreffen, uns zu stellen. Und eine der Fragen, die ja auf uns zugekommen ist, war: Muss denn eigentlich jeder Bandscheibenvorfall operativ versorgt werden? So, ganz generell kann man sagen, muss nicht jeder operativ versorgt werden. Das entscheidet aber zunächst einmal immer Ihr Arzt. Es gibt ein paar Diagnosen, ja, da ist die Operation auf jeden Fall angezeigt. Zum Beispiel, wenn wir markante, ja, sensible Ausfälle haben, das heißt, man spürt das Bein zum Beispiel nicht mehr richtig, wenn in der Lendenwirbelsäule ein Bandscheibenvorfall der Fall ist oder aufgetreten ist, dann ist die OP-Indikation schon angezeigt. Aber letztendlich, das entscheidet immer der Orthopäde oder der Chirurg oder wie gesagt natürlich in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Bandscheibenvorfälle oder auch die Vorstufe, die Bandscheibenvorwirkung, nicht unbedingt operativ versorgt werden müssen, sondern mit einer konventionellen Behandlung adäquat sehr gut versorgt werden können. Statistiken sagen sogar aus, dass die konventionelle Therapie sogar ein ganz klein bisschen teilweise erfolgreicher ist auf lange Sicht als die operative Versorgung. Hat den Vorteil natürlich eine konventionelle Therapie, ja, wir müssen nicht schneiden, wir haben kein operatives Risiko und der Nachteil ist, dauert vielleicht gerade am Anfang ein bisschen länger, bis die Erfolge sich zeigen. Dafür sind sie dann aber deutlich adäquat langfristig haltbar. Was ist überhaupt eine Bandscheibe? Eine Bandscheibe, wir haben hier mal ein Modell einer Wirbelsäule, liegen zwischen zwei Wirbeln, zum Beispiel der klassische Fall L5, S1, L5 Gelenkwirbelsäule, hin zum Steißbein. Diese Bandscheibe ist sehr gefährdet, weil da natürlich sehr viel Druck drauf entsteht. Und wenn es wirklich so ist, dass die Bandscheibe herausdrückt und wir einen Nerv komprimieren, kann es sein, dass wir wirklich extreme Schmerzen haben, die nicht nur lokal sich auswirken, sondern auch ins ganze Bein hinunterstrahlen und bis hin in den Fuß, weil diese Bereiche über diese Nerven adäquat auch versorgt werden. Ist es so massiv, dass wir gar nicht mehr laufen können, motorische oder sensible Ausfälle haben, ist die OP angezeigt. Allerdings entscheidet das, wie gesagt, schon immer der Arzt. Wir können aber über physiotherapeutische Techniken sehr schnell sehr viel Entlastung bieten. Wir können, je eher man zu uns kommt, umso besser ist es, sehr schöne Erfolge verzeichnen, die Patienten schmerzfrei zu bekommen, Schmerzlinderung zu erzielen und dann über Muskelstabilisation auch adäquat wieder eine gute Wiederherstellung, Rehabilitation einleiten. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Wissen vermitteln können. Wenn Sie Fragen an uns haben, einfach in diesem Post runterschreiben, per Messenger an uns zurück oder gerne auch direkt über die E-Mail-Adresse an mich. Das wird eingeblendet unter diesem Post. Würde mich freuen. Dankeschön!